Ja, wunderbar. Hallo vom Zentrum für Yoga. Es geht heute um das Leben. Es geht immer um das Leben. Es geht immer um Gesundheit und bei mir geht es immer um Yoga auch. Ab und zu die Lehren aus den Kampfkünsten und die traditionelle chinesische Medizin spielen immer mit rein, so bei mir. Und ja, legen wir los mit dem Leben. Was passiert im Leben? Ich beschreibe es mal am Beispiel des Kindes, das Fahrradfahren lernt. Es gibt natürlich bestimmt Kinder, die können sofort Fahrrad fahren, die setzen sich drauf und alles passt. Aber den meisten ist es so, dass man mindestens einmal hinfällt. Wie will man Fahrrad fahren können, wenn man nicht mal hingefallen ist? Wenn man gar nicht weiß, wie geht es auch anders, indem man hinfällt? Kann man ja nicht abschätzen, was es heißt, ich kann Fahrrad fahren, wenn man nicht weiß, wie es ist, wenn man hinfällt. Jeder Mensch fällt mal hin auf die Schnauze, manche sagen auf die Fresse. Und das ist normal. Jedes kleine Kind, das anfängt zu laufen, fällt hin. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur fünfmal, nicht nur zehnmal, sondern, ich weiß nicht, hab's bei meinen nicht gezählt. Hab's bei mir selber auch nicht gezählt, weil es spielt keine Rolle mehr. Denn man steht immer wieder auf. Wie sagt man, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weiter geht's. Aber was braucht es dazu? Was braucht es dazu, wenn man sagt, du kannst tausendmal hinfallen, aber tausend und einmal musst du aufstehen? Was braucht es? Es braucht Energie. Es braucht Kraft, dass man wieder aufstehen kann. Wenn man müde ausgelaugt ist, vielleicht 42,195, glaube ich, Kilometer gelaufen, gejoggt, und dann fällt man so ins Ziel um. Was braucht man, um aufzustehen? Kraft. Und der keine Kraft mehr hat, der kann dann nicht mehr aufstehen, weil er alles verausgabt hat, was er hatte, nur um die 42,195 Kilometer zu schaffen. Manche verbrauchen im Leben so viel Energie, in der Familie, in der Arbeit, im Stress, im Hobby, wo auch immer, und haben dann keine Kraft mehr aufzustehen. Und das haben sehr viele Menschen, denn was haben wir in der Gesellschaft? Höher, schneller, weiter ist das Motto. Energieverbrauch. Warum gibt es Menschen mit Burnout, Depressionen? Warum gibt es Menschen mit chronischen Erkrankungen? Nun, einmal werden sie natürlich nicht richtig behandelt oder gar nicht behandelt, falsch behandelt. Aber der Mensch hat für die Regeneration einmal keine Kraft mehr und natürlich keine Zeit mehr. Es muss ja weitergehen. Und so erschöpft man sich. Und Menschen, die Burnout haben, was auch immer das wieder ist, die können nicht mehr aufstehen. Menschen, die Depression haben, richtig Depression, die können nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Da ist wie Schicht im Schacht. Oder man wird irgendwie verbal, körperlich, was auch immer angegriffen. Man kann sich nicht wehren, weil man keine Kraft hat. Man fühlt sich dann vielleicht auch ohnmächtig. Und irgendwann gibt man auf. Und egal wie scheiße das Leben läuft, egal wie ungut, wie negativ, man sollte immer aufstehen, immer wieder weitermachen, stehen bleiben. Aber dafür braucht es eben Kraft, Energie. Dazu muss man seinen Körper, seinen Geist, alles, was es gibt, pflegen, was einem gut tut. Man muss die Ernährung umstellen. Man muss mehr Regenerationspausen machen. Man muss besser atmen, weniger denken, mehr Übungen machen, Gymnastik, was auch immer, Qigong, Tai Chi, sonst was. Den Körper pflegen. Denn der Körper und die innewohnende Seele und die Psyche ist das Einzige, das Allereinzigste, was ich habe, was mir gehört, was mir niemand nehmen kann. Mein Körper kann mir niemand nehmen. Man kann die Arme vielleicht abschneiden, die Beine, alles wegmachen, gehört trotzdem mir.
Den Energiekörper kann man mir nicht wegnehmen, kann auch keiner abschneiden. Der ist immer da. Mein Geist, meine Seele, meine Psyche kann mir niemand nehmen. Es ist meins und meine Seele ist meine. Kann ich auch nicht weggeben, verschenken, sondern es ist einfach bei mir wie festgewachsen. Kann man nicht weg, kann man nicht raus, obwohl man es gern versucht, vor sich zu flüchten. Könnt euch dazu die letzten drei Videos anschauen über die Flucht. Kann mir niemand nehmen. Ja, und diesen muss man pflegen. Das ist wie das Handwerkszeug eines Handwerkers, der Pinsel, die Kelle, die Schaufel. Ja, das ist die Kunst. Und es ist so einfach, man kann so viel für sich tun. Allerdings, bei den meisten Menschen ist es so, wenn man was für sich tun möchte, muss man dafür was anderes weglassen. Man kann nicht alles tun. Man kann nicht spazieren gehen und gleichzeitig arbiten. Das wäre vielleicht möglich, ne? Heutzutage muss ja alles gleichzeitig gehen, aber es funktioniert nicht wirklich. Wenn man spazieren geht und gleichzeitig wieder über die Arbeit nachdenkt, hat man nichts, aber auch gar nichts gewonnen. Und das wird auch in der Medizin unterbuttert. Man kriegt dann Pillchen, alles geht schon wieder, man wird operiert, Gallenblase rausgeschnitten, ja, und da geht's weiter. Man hat nichts gelernt. Die meisten haben nichts gelernt, die Ärzte haben sowieso nichts gelernt über den Menschen. Über das Mechanische viel, über die Chemie der Medikamente bestimmt viel, aber über den Menschen selber nichts. Nicht wirklich. Und so haben wir zu wenig Energie oft aufzustehen. Stehen zu bleiben. Auch wenn der Wind kommt, die Meinungen anderer, die Meinung der Politik, der Ärzte, was auch immer, muss man stehen bleiben. Und dafür braucht es Energie. Und trotzdem ist es so, egal wie gut man stehen bleibt, man wird immer mal umgeworfen. Denn wir haben auch noch so unterbewusste Anteile, dunkle Anteile, die uns immer wieder mal zu Fall bringen. Karma genannt. Oder Glaubenssätze, wenn man nicht an Karma glaubt, aus diesem Leben, was man so mitnimmt. Und diese bringen uns zu Fall und da muss man wieder aufstehen. Und dafür muss man den Körper pflegen, die Energie nähren. Und für die meisten Menschen dürfte das im europäischen Raum heißen, weniger ist mehr. Weniger Arbeit, weniger nach außen gucken, mehr nach innen gucken. Mehr Zeit für sich nehmen. Ja, und dann hinfallen, Krönchen richten, weiterlaufen. Und so wird es oft so ein bisschen zu einfach dargestellt. Tausendmal hinfallen, einmal aufstehen. Aber wie gesagt, wie will man aufstehen, wenn man keine Kraft hat? Kinder haben in sich drin, ich muss jetzt laufen lernen, das ist so in meinem Lebensprogramm fest. Ich falle hin, das ist normal, und ich stehe wieder auf, das ist normal. Normal, das ist einfach so. Ist bei keinem Wesen anders. Tiere fallen hin, stehen wieder auf. Ja, gut, viele können auch schon laufen oder fliegen von Geburt an. Und das ist einfach im Menschen drin. Und die Kinder, die kleinen Wesen, sind noch unbedarft. Die haben noch so viel Energie, so viel Motivation. Ja, ich will jetzt wieder aufstehen. Weiter geht's, komm. Scheiß drauf, bin hingefallen. Das ist normal. Weiter geht's. Ich lerne daraus, ich entwickle mich. Der erwachsene Mensch hat so wenig Kraft, dass er hinfällt und sich, ja, alles vielleicht bricht. Ein Kind fällt runter aus dem ersten Stock, passiert nichts. Ja, weil es vielleicht nicht denkt, weil es noch flexibel ist und weil es Motivation hat. Ja, egal, komm, bin hingefallen, weiter auf. Vielleicht ist das Bein gebrochen, ja, aber das heilt ja wieder. Da gibt es Ärzte, die können das wieder gerade machen und dann geht es wieder weiter. Und dann werden diese negativen Dinge nicht gespeichert
Und die innere Motivation treibt immer an, ja, ich muss weiter, komm, das ist Leben, ist Abenteuer. Und die meisten Menschen fallen hin, sind vielleicht sogar froh, dass sie hingefallen sind. Ich kann nicht mehr aufstehen, ich will nicht mehr aufstehen, heißt es vielleicht für manche. Ich gebe auf. Und das sollte man nie tun, niemals aufgeben, sondern beginnen, daraus zu lernen, sich mehr um sich zu kümmern. Nun, ich sage mal wieder danke fürs Zuhören, Zuschauen. Gerne abonniert meinen Kanal, teilt die Videos, wenn sie euch gefallen. Und dann hören, sehen wir uns bald wieder vom Zentrum für Yoga. Markus Ritz, mein Name. Und ich sage ciao, ciao.